Ja, Glückwunsch, ne? Tolles Spiel für die Zuschauer, für die beiden Trainer. Ja, Wahnsinn. Also war ein super Spiel für die Zuschauer, eine tolle Atmosphäre. Ich bin wirklich froh, es waren so viele Zuschauer da, tolle Stimmung gewesen, super Choreografie von unserem Platzhirschen. Das war einfach ja, ein super Tag für uns Trainer. Schwierig, weil ja, geht hin und her und du machst dir die Gedanken. Dann hast du Erfolgserlebnis, hast wieder Rückschläge. Schwierig am Ende, ja, glaube ich. Freuen wir uns, dass wir gewonnen haben. Sie haben es gerade angesprochen, Rückschläge in der ersten Halbzeit zweimal zurückgelegen. Ne? Da hatte man schon Luft auf der Tribüne gehört. Ne? Zur Halbzeit aber wieder, sag ich mal, auf die Spur zurückgekommen. Wir haben in dem ganzen Spiel in verschiedenen Phasen verschiedene Mentalitäten gezeigt. So. Wir haben sie nicht über 90 Minuten gelebt, aber in den verschiedenen Phasen. Das ist zum Beispiel ein Comeback, ne, dass wir zurückkommen nach Rückschlag. Auf der anderen Seite dann auch irgendwo diesen Killerinstinkt, so diese Siegermentalität nach vorne. Dann auch vielleicht dieses Siegtor zu machen oder so zu erzwingen, wie wir das 3-2 dann allein oder das 4-3 dann auch erzwungen haben. Ne? Diese Momente, die sind einfach unheimlich wichtig. Da haben wir wenige kleine Torchancen gehabt, aber dann halt die genutzt. Das ist Killerinstinkt und ja, von daher ja, können wir, glaube ich, glücklich sein. 5-3, drei Tore von Ex-Spielern von Alemannia, ne? Ja gut, Statistik, das... ist immer reizvoll, ja, ne? Darüber zu sprechen. Ist immer reizvoll, habe ich gar nicht im Schirm. Beschäftige ich mich nicht mit. Aber rechts außen, der ist ja, sag ich mal, in einer Phase jetzt, wo man sagt, mal alle Achtung, schade, Alemannia hat den abgegeben, ne? Gut für uns. Rechts außen jetzt, meinst du, Eli Ramay? Ja, also. Er hat ja heute ich glaube, sein Vertrauen zu 120% geholt. Er hat ja vorhin in den letzten Spielen immer so ein bisschen sein Selbstvertrauen angesprochen und dass er das nicht 100% hatte. Eli Ramay, wenn es jetzt darum geht oder wir jetzt über den Jungen sprechen wollen, zahlt das Vertrauen jeden Tag zurück. Also jeden Tag, jeder der unserer Spieler zahlt das Vertrauen jeden Tag zurück. Totale Überzeugung in jeden einzelnen Spieler. Und von daher freue ich mich einfach nur für ihn, dass er sich und das Team belohnen konnte für den Aufwand und dass er jetzt einfach einen guten Flow jetzt hat und das hat er sich erarbeitet. Wie sieht man denn die Zusammenhalt zwischen Jung und Alt? Sie haben ja in der zweiten Halbzeit auch taktisch umgestellt, ne, auf eine Fünferkette, die Jungen reingeschmissen, rausgeholt, ne, das Gefühl, Jung und Alt zu kombinieren in 90 Minuten. Ja, wir haben uns ja den Weg verschrieben und das möchte ich auch vorleben, dass wir Talentförderung betreiben. So, das ist wichtig für den Verein, das ist wichtig für die Nachhaltigkeit und das ist auch wichtig für die jungen Spieler. Und das ist auch dann kein Problem, wenn die Jungs vielleicht dann noch nicht den letzten Punch haben und noch nicht ganz so weit sind, dass sie dann vielleicht schon den Konkurrenzkampf dann gegen jemanden, der, was weiß ich, 50 Drittligaspiele gemacht hat oder schon 200 Regionalligaspiele. Wenn man sich da dann halt noch nicht durchsetzt mit 19 Jahren oder 18, dann ist das überhaupt, wo man sich gar nicht grämen. Und umso schöner ist es, dass die Jungs sich jetzt in den letzten Wochen, Monaten dahin entwickelt haben, dass sie uns helfen, dann zumindest halt von der Bank. Und ich glaube, dass es auch ein großer Faktor war, dass wir das Spiel am Ende gezogen haben, weil die Jungs dann eben so reingekommen sind und so performt haben. Und von daher großes Lob auch an die Jungs und ich hoffe, dass der Weg da so weitergehen kann. 14 Punkte, ne? Stand heute. Sehr schön. Ist ja immer ist ein Zwischenfazit. Muss uns ein gutes Gefühl geben. Das haben wir uns erarbeitet, das haben wir nicht geschenkt bekommen. Wir haben auch viele Widerstände gehabt und allgemein. Wir haben auch sehr große Herausforderungen gehabt und von daher ist das alles verdienter Lohn. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Monaten weiter so den Lohn verdienen dürfen. Und ich glaube, dann werden wir auch eine tolle Saison haben. Aber das Ziel muss und ist und bleibt, dass wir einfach eine ruhige Saison spielen. Wir haben in der Pressekonferenz so einige Kleinigkeiten angesprochen in den letzten Wochen. Man hat es auch heute vielleicht in der Defensive so ein bisschen gesehen. Das sind die Baustellen für die nächsten Wochen? Wir müssen die Balance hinbekommen zwischen Offensiv und Defensiv. Wir haben, das habe ich auch im Vorfeld der Saison ja auch gesagt, wir haben gewisse Grundmuster, die wir in unserem Spiel einfach sehen wollen. Das sind Mentalitäten, das sind Mindeststandards und das ist halt gewisse Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Und es geht jede Woche darum, so diese Rezeptur, so diesen Mix aus diesen drei Bereichen zu finden. Und wir haben Spiele gehabt, da haben wir die Mixtur überragend getroffen. Es gibt Spiele, da haben wir die Mixtur noch nicht getroffen. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, die Mixtur perfekt zu treffen. Aber da müssen wir halt dran hinkommen. So, und da haben wir die Mixtur offensiv-defensiv, haben wir erste Halbzeit nicht hinbekommen. Wir hätten mehr Torchancen nutzen müssen. Wir hätten weniger Torchancen Tore kassieren dürfen. Weil es waren ja eigentlich nur zwei, vielleicht drei Torchancen. Davon sind halt zwei drin gewesen. Ja, und zweite Halbzeit hat die Mixtur besser funktioniert.